Ja, Freunde, wie geht's euch? Wie gut's? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und da ist das Ding, das neue heftigste HIIT-Workout auf YouTube. Steht an! Bei diesem Workout, Freunde, zerstören wir die gesamte Muskulatur, also nicht nur den Bizeps, Brust und so weiter, sondern vor allem auch den Gluteus Maximus unter den Rücken und das Sixpack. Das Wichtigste ist, Freunde, ich will keine Ausreden hören. Egal jetzt, ob ihr müde seid oder keinen Bock habt, wir haben es hier früh am Morgens und wir haben genau 0 Grad. Und trotzdem wird jetzt richtig eskaliert. Feier ich, dass ihr die Eskalation genauso liebt wie ich. Bei diesem Workout legen wir den kompletten Fokus auf... Jetzt habe ich die Kamera gespuckt. Scheiße! Oh Mann! ja, die Eskalationsstufe ist einfach schon wieder auf Level 9000. Boah, es ist richtig kalt. Der Wind bläst auch noch gut rein. Aber gut, wir werden jetzt richtig eskalieren und den Puls mal komplett in die Höhe schießen lassen. Bei diesem Workout legen wir den kompletten Fokus auf Fettverbrennung. Aber natürlich setzen wir auch zusätzliche Muskelreize in allen 656 Muskeln unseres Körpers. Und zwar nicht nur im Hypertrophiebereich, also schnellsten Muskelaufbereich, sondern vor allem auch im Kraftausdauerbereich. Neben der schnellstmöglichen Fettverbrennung geht es uns heute vor allem auch um die Verbesserung unserer kardiovaskulären Gesundheit, also um ein besseres Herz-Kreislauf-System. Freunde, die häufigste Todesursache sind eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also lasst uns dagegen ankämpfen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr dieses Workout am besten in euren Trainingsplan mit einbaut, Freunde, ich habe euch selbstverständlich kostenlos Trainingspläne unten in der Videobeschreibung verlinkt. Alles für die Sascha Army. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, wie effektiv sind die Workouts, ich habe euch hier eine Playlist verlinkt, wenn ihr noch mehr Motivation braucht. Hier seht ihr alle Transformationen meiner Zuschauer. Hunderte, Tausende. Bevor ich hier komplett erfriere, müssen wir jetzt losstarten, Freunde. Und zwar, damit das Workout so effektiv wie möglich ist, ist es enorm wichtig, dass wir in den 40 Sekunden 100% geben. Nein, 110% geben. Und dann in 20 Sekunden kurz Pause haben und dann wieder komplett eskalieren. Es nennt sich nicht umsonst HIIT-Training, also High-Intensity-Intervall-Training. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, Freunde. Und zwar, wenn ihr noch einen Muskelkater habt, zum Beispiel in der Brust, dann könnt ihr die Liegestütze ganz einfach zum Beispiel mit Sprints ersetzen. Aber das Wichtigste ist, ich will euch eskalieren sehen. Dürft ihr jetzt am besten noch in eure Trainingshandschuhe mit Handgelenkschutz. Wenn ihr keine habt, ich habe euch mein Trainingsequipment, natürlich auch meine Supplements, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jetzt, Freunde, los geht's! Okay, Freunde, und es geht los. Wir starten 5, 4, 3, 2, 1 mit der ersten Übung, erste Minute Warm-up. Also erstmal locker laufen. Wir kreisen jetzt die Arme nach vorne, ganz gemütlich. Ja, wir müssen nicht eskalieren, das kommt dann ja, früh genug. Jetzt Arme nach hinten kreisen, weiter laufen. Tiefe Atmung und schon mal auf was Heftiges gefasst machen. So, jetzt rechtes Bein kreisen nach vorne und nach hinten. Andere Seite, nach vorne kreisen und nach hinten kreisen. Sehr gut, jetzt machen wir noch weiter unsere Gelenke frei, indem wir hier die Knie kreisen nach links und die Knie kreisen nach rechts. So, jetzt nochmal kurz locker laufen, Fußgelenke kreisen, Handgelenke kreisen, links, rechts und jetzt geht's los mit der ersten Übung. 40 Sekunden, völlige Eskalation, Pop-Squats. Also linke Hand berührt den Boden und wir springen nach oben, rechte Hand berührt den Boden und Squats, linke Hand, rechte Hand und Squats, let's go! Bei vollem Tempo hier! Drei, zwei, eins und oh, sehr gut. 20 Sekunden Pause, kurz runterkommen. Wenn ihr es richtig heftig wollt, könnt ihr in 20 Sekunden auch nochmal locker laufen. Jetzt geht's weiter mit langs, also rechter großer Ausfallschritt und direkt ganz nach hinten gehen und wieder nach vorne. So sieht das Ganze aus. Es geht los in 3, 2, 1. Let's fucking go! Oh,
fährt schon schön rein wieder in den Quadrizeps. Jetzt kurz runterkommen. Und ich will euch wirklich eskalieren sehen. Nur so ist es effektiv, Freunde. 30 Minuten. Nutzt es. Nutzt die Zeit, die wir jetzt hier haben. Und eskaliert völlig. Trickst euch nicht selber aus. Das gleiche nochmal, nur mit der anderen Seite. Los, geht's. Nächste Übung. Ihr liebt sie, ihr kennt sie. Burpees. Und zwar, wir gehen runter, Freunde. Ist ein anderer Burpee. Also wir gehen runter, machen hier, geben die Hände kurz in Luft, gehen nach oben und machen einen 180 Grad Sprung. Nach unten, zack, hier, Hände kurz in Luft und wieder nach oben. Los geht's. Wenn ihr keinen Liegestütz schafft, geht's auch ohne Liegestütz, beziehungsweise auf den Knien. Let's go. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. Oh, warte, seine Hände kurz nach oben, direkt wieder aufstehen, Sprung, Hände kurz nach oben, direkt wieder aufstehen, Sprung. Ja, 0 Grad, mir zwetzt gerade meine Lungenflügel. Freunde. So, nächste Übung. Wir dürfen kurz auf den Boden gehen, für den oberen Rücken. Und zwar drücken uns jetzt hier und hier einfach hoch. Oben kurz bleiben, wieder nach unten, kurz in die Luft gehen. Und wieder hochdrücken. 1, 2, nach unten kurz in Luft, wieder nach oben drücken. Wenn ihr es noch schwerer wollt, könnt ihr den ganzen Körper mitnehmen und nach oben drücken. Let's go! She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. Boah. Fuck. Wie lange noch? Was? Also ein Scherz, Freunde. Weiter geht's. Und zwar, es geht weiter mit einem Moment. Swimmers, ihr könnt am Boden bleiben. Das heißt, was natürlich auch für die gesamte Posterior Chain, also hintere Muskelkette. Linken Arm heben, rechtes Bein heben. Rechten Arm heben, linkes Bein heben. Und das Ganze bei einem Tempo. Gutem Tempo. Hierbei trainieren wir die gesamte Posterior Chain, also hintere Muskelkette, untere Rücken. Alles mit dabei, Freunde. Enorm wichtig. Wird sehr oft vernachlässigt. So, kurze Pause, ihr könnt kurz liegen bleiben, aber nur ein paar Sekunden. Weiter geht's, wir strecken jetzt unsere Beine aus, unsere Arme aus, heben den Brustkorb, heben die Beine, auch den Oberschenkel, unsere Daumen berühren sich vorne und auch hinter dem Po, wieder nach vorne und hinter dem Po. We'll be right back.
Ja, bist du wahnsinnig. Weiter geht's mit der Glute Bridge. Wichtige Übung für den Gluteus Maximus, also auch für die Po-Muskulatur. Wir legen uns auf den Rücken. Hier drücken wir uns aus den Fersen nach oben. Hier haben wir 90 Grad Winkel. Po anspannen, also richtig gut anspannen. Und gleichzeitig bewegen wir hier die Arme in einer Sägebewegung, um die tiefe Muskulatur noch mal mehr zu beanspruchen. Jetzt haben wir den Gluteus Maximus richtig zerstört. Denn der Po-Muskel, weil wir heutzutage viel zu viel sitzen, ist bei vielen schon viel zu schwach, führt zu Fehlstellungen, Rückenschmerzen und so weiter. Deswegen jetzt noch eine Übung für den Gluteus Medius. Wird sehr oft vernachlässigt, dafür legen wir uns auf die Seite, winkeln unsere Beine an und drücken uns jetzt aus dem Knie hier nach oben. Hüfte geht nach vorne, so weit wie möglich, und Hüfte wandert wieder nach hinten. Hüfte wandert nach vorne und nach hinten. Hier aus dem Knie nach oben drücken. Sieht vielleicht wie eine angenehme Stellung aus, ist es aber nicht. Okay, so, jetzt kurz runterkommen, vielleicht einen Schluck machen, wenn es die Zeit zulässt, und dann Seitenwechsel. Extra einen Tee gemacht, die Sau ist heiß, kann man nicht trinken. Scheiß drauf, Seitenwechsel vorne. Und hier auch so weit wie möglich nach oben gehen. Ja, eine Traumübung. Ja, und war mir unbedingt, war mir extrem wichtig, die Übung auch für euch einzubauen. Jetzt mal kurze Pause. Ihr könnt am Boden bleiben. Noch eine letzte Übung für die Posterior Chain. Reverse Plank, Arme sind hier, Hände leicht nach hinten. Wir drücken uns hier nach oben und Spannung halten, Freunde. Die gesamte Posterior Chain, hintere Muskelkette, anspannen. Hier mal eine kurze Übung, wo wir uns ganz kurz erholen, unter Anführungsstrichen, können, und gleich schießt man den Puls wieder richtig rauf, wie bei allen anderen Übungen. Nur hier, diese Übung ist so enorm wichtig, die muss in ein richtig gutes High-D-Workout auf jeden Fall einen Platz haben und einen Platz finden, einfach weil die hintere Muskelkette viel zu oft vernachlässigt wird. Oh, so, Freunde, jetzt meint ihr, ja, das war ja vielleicht noch ganz okay. Aber jetzt wird weiter eskaliert. Das war's ja noch nicht. Wir haben erst ein paar Minuten erledigt. Das heißt, jetzt Squats. Wir drehen uns nach links. Also Squat und nach links drehen und boxen. Also wir gehen hier nach oben und nach links boxen. Hände geben wir zum Kinn. Ich will euch mit vollem Tempo arbeiten sehen. Ja,
Also wenn ihr dieses Workout richtig macht, dann werdet ihr mehr als an euer Limit gehen müssen und es komplett spüren. Also, weiter eskalieren, das Ganze nochmal auf der rechten Seite, noch 5 Sekunden Pause. Die Zeit verfliegt, what the fuck? Okay, und los geht's. Hände zum Kinn, schlagen direkt wieder zurück zum Kinn und schön Squat tief nach unten. Boah, meine Lunge zwetzt. Ja, bist du Depper. So, weiter geht's, Freunde. Mit Squat, Twist. Ja, ihr habt richtig gehört, wieder Squat. Fuck it, muss sein. Also, wir gehen nach unten, springen kurz nach links und wieder nach unten. Squat, Twist. Hüfte wandert nach links. Flügel. Die Sonne, Freunde, die täuscht. Wir haben hier verdammte 0 Grad, vielleicht mittlerweile 2 Grad, keine Ahnung. Aber fuck. Boah. Weiter geht's. Das Ganze nochmal. Nur andere Seite. Let's go. Und wenn ihr langsamer werdet, kein Problem, nur nicht aufhören. Nur nicht aufhören. Jetzt machen wir was für die Brust, für den Trizeps. Hand Release Push-Ups. Wir gehen nach unten und eine kurze Luft, Push-Up, so viele wie ihr schafft. Wenn es zu schwer ist, auf die Knie gehen, das gleiche Prinzip. Also, los geht's. Also ich habe jetzt kein Release gemacht, sondern komplett rausgeballert, könnt ihr natürlich auch. Oder eben kurzes Releases machen. Also Hände kurz in die Luft geben. Boah, wenn es so schwer wird mit den normalen, dann einfach direkt auf die Knie wechseln. Nicht aufgeben, Freunde. Es gibt kein Aufgeben. Jetzt das gleiche nochmal, nur mit engerem Griff, damit wir noch mehr den Trizeps am Start haben. Daumen berühren sich. Bei Liegestützen enorm wichtig, dass der Ellbogen beim Körper bleibt oder 45 Grad nach außen geht, nicht hier 90 Grad. Auf keinen Fall 90 Grad. Boah.
Oh, fuck, der Trizeps. Komplett zerstört. Boah. Huh. So, Freunde. Jetzt Kommandos. Noch was für die, ja, Schulter natürlich auch. Also, Liegestützposition. Wir gehen hier in die Unterarmstütze, direkt hier nach oben und springen nach vorne und zurück. Los geht's! Anxiety is infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Oh, fuck, fuck. Freunde, jetzt High Knees, Side to Side. Was habe ich dort zusammengestellt? Keine Ahnung, ich kotze gleich. Also, High Knees, Side to Side. Let's go! Schön hochbringen hier! Meine Lunge, so zu weh. Ich muss was trinken. Aber ich tue mal. Jetzt Boxen, Freunde. Boxing Skills ein bisschen improven. Also, linker Fuß geht nach vorne. Rechter Fuß nach hinten. Stehen wir auf dem Fußballen. Linke Hand geht zum Kinn. Beide Hände zum Kinn. Boxen geradeaus. Und wir nehmen hier die Hüfte mit. Vorne stabiler Stand auf dem gesamten Fuß. Und schön hier die Hüfte mit nach vorne nehmen. Nicht nur so arbeiten, sondern mit der Hüfte. Boah, kurzes Trinken. So, und andere Seite, rechter Fuß nach vorne, rechte Hand zum Kinn, linke Hand zum Kinn. Und jetzt boxen wir mit links nach vorne. Wir können natürlich auch hin und wieder einen Haken machen, also einfach hier so einen Haken, auch vorher bei der Übung, oder eben Jabs, Punches, let's go! So, kurz Pause. Und weiter geht's mit Wadenjumps. Stellt euch ein imaginäres Seil vor und wir springen jetzt schön aus den Waden, so hoch wir können, bei vollem Tempo, damit wir auch die Waden auch noch mitnehmen. Boah, boah, boah,
Fuck. Jetzt, zum Schluss. Ihr wisst Bescheid. Yes, fucking Beast Mode. 0 Grad, Wind geht, scheiß drauf. Also, jetzt, linker Schritt, linke, rechte Hand berührt den Boden, jump. Linke Hand berührt den Boden, jump. Rechte Hand berührt den Boden, jump. Linke Hand und rechte Hand. Hol nochmal alles raus, Freunde. Jetzt, Schlusssprint ist jetzt hiermit offiziell gestartet. So, Side Planks für die Obliques, seitliche Bauchmuskulatur. Wir gehen auf den Boden, entweder Unterarmstütz oder hier komplett abstützen und wir gehen hier nach oben und nach unten. Den gesamten Core anspannen, richtig anspannen, Freunde. My rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Far and small, like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I'm in a blast. Boah. Fuck. Freunde. So. Jetzt Seitenwechsel. Was mache ich da schon wieder? Was mache ich hier schon wieder? Ich schaue mich alle schon komisch an hier. Verstehe ich. Ja, scheiß drauf. Nur so wird richtig eskaliert. Also, Seitenwechsel. Let's go. What you on? Push it and I zoom. Sonic booms, fill the f***ing room. Run it till the tomb with my goons. Smell the fumes, y'all know what it do. With the crew, when we coming through. Y'all know better move, make it fast. Ain't no second chance, coming for your ass. Turn to ash, burning rubber. Now I'm better push the gas like. Under the dash, on my way to the bag. Boy, you know I push the gas. So, was fehlt uns jetzt noch? Richtig, die Sixpack-Muskulatur. Die holen wir natürlich auch ab. Hinten haben wir, seitlich haben wir. Teil der Sixpack-Muskulatur haben wir natürlich auch. Und jetzt Frog Crunches. Unsere Fußsohlen berühren sich. Nicht aufgeben jetzt. Durchziehen. Boah, auch wieder fast kotzt. Jetzt rollen wir uns ein. Und einrollen. 1-2 Sekunden halten. Wieder aufmachen. Und einrollen. Hier haben wir die Hände. Nur an der Schläfe, nicht mithelfen. Was für Pause? Natürlich machen wir weiter. Let's go! Pause! Was für Pause? Natürlich lachen wir weiter. Let's go! Jetzt einfach hier 10 berühren, Freunde, und oben halten. Eine Minute. Gebt alles für die Sixpack-Muskulatur des Jahrtausends. Let's go! So weit wie möglich nach oben, bis ihr keine Luft mehr bekommt. Wichtig, atmen nicht vergessen. Vergisst man sehr gerne bei Bauchübungen. Boah,
So, jetzt kurz durchatmen. Aber nicht lange. Untere Bauchmuskulatur wartet schon auf uns. Nämlich nach links einrollen, so klein wie möglich machen, in der Mitte so klein wie möglich machen und rechts. Nicht warten, bis es losgeht. Es geht schon. Was wartet ihr? Natürlich gibt's keine Pause. Weitermachen wir. Oh, so, und jetzt letzte Übung, Freunde. Völlige Eskalation. Was letzte Übung? Burpees kombiniert mit Mountain Climbers. Also, 4 Mountain Climbers, 1, 2, 3, 4 und Burpee. Runter. 4 Mountain Climbers, 2, 4 und Jump. Nochmal alles geben. Die letzten 10 Sekunden. Fuck, fuck, ja, bist du wahnsinnig. Freunde, was war das für ein Workout? Beine zerstört, Rücken zerstört, unterer, oberer Sixpack, Trizeps, Schulter, Brust, Beine, Waden, alles im Arsch. Ach, Freunde, was ist da los? Das war's jetzt mit dem Workout. Natürlich muss es oben ohne enden. Wenn es euch gefallen hat, dann unterstützt mich doch gerne mit einem Daumen nach oben und lasst es mich jetzt mal in der Kommentarbox wissen, wie krass ihr es fühlt. Ich will es wissen, Freunde, ich lese mir immer alle Kommentare durch, bin schon richtig gespannt, motiviert mich auch natürlich immer wieder sowas zu lesen. Baut dieses Workout unbedingt eure Trainingsplan mit ein. Ihr wisst ja, ich habe euch kostenlos Trainingspläne rausgeballert. Einfach Videobeschreibung auschecken. Boah, der Wind, der bringt mich um. Ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, wir hätten auch mit diesem Workout kein definiertes Sixpack und so weiter aufbauen können, wenn ihr nicht auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung achtet. Und eben, wenn ihr jetzt abnehmen wollt, ins Kaloriendefizit geht. Also unbedingt auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten und dann mit Supplements ergänzen. Welche Supplements ich wirklich empfehlen kann, die am meisten Sinn machen, die habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also auf alle Fälle Protein, Kreatin, Multi-PAZ und Vitamin D und natürlich auch Omega-3. Das sind so die Supplements, die ich täglich zu mir nehme und auch wirklich empfehlen kann. Da fehlt dir noch dazu 25.000 andere Fitnessprodukte wie Trainingshandschuhe, Trainingsoutfit, Trainingsequipment und natürlich auch viele gesunde Tiefkühlprodukte. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Natürlich gibt es für euch mit dem Code SASCHA10 10% Rabatt und zurzeit viele Gratisprodukte auch noch oben drauf. Welche das sind, Videobeschreibung auschecken. Und als zweites Dankeschön seid ihr auf Instagram jede Woche bei 100 Euro Gewinnspielen mit am Start. Und jetzt heißt es für mich aber schnell mal wieder was anziehen, weil ein bisschen Eisbaden jetzt auch nice wäre. Na, scheiß drauf. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Workout gefallen. Wir sehen uns, haut rein. Bleibt motiviert. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.